Hallo, ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit dem neuen Let's Play. Und zwar Let's Play Final Fantasy VII Uf Pelzig. Das ist das Gegenprojekt zu Outlast, was ihr wahrscheinlich vorher gesehen habt. Und immer nachdem ihr Outlast geguckt habt, immer Final Fantasy Silver gucke. Das beruhigt die Nerven wieder und das bringt euch runter. Ja, das soll, wie gesagt, das Ausgleichsprojekt sein, aber ich denke, ich wäre gewaltiger Spaß hier habe, weil das eben so meine absolute Lieblingsspiele ist und für meine Kindheit absolut prägend war. Ich habe das zwar, als es 1996 erschienen ist, nicht direkt gespielt. Ich habe das erst beim Klassenkamerad 1997, glaube ich, gesehen. Und der hat das immer gespielt, da habe ich immer mitgeguckt. Und ich habe es dann 1998 oder 99 habe ich es auf dem PC kurz gehabt. Da hat es aber nicht so richtig funktioniert, nur bis zu einer gewissen Stelle. Und dann habe ich mal 2004, als ich meinen ersten Ferienjob gehabt habe, PlayStation 2 gekauft, als ich dann fertig war. Und die Final Fantasy Spiele 7 bis 10. Und es war immer noch 7 und 8, nicht 7 und 8, 7 und 9 waren meine absolute Favorite. Und es zählt auch nach wie vor zu der absolute Klassiker, was die Spieleindustrie angeht. Es ist ein großartiges, geniales Spiel, was jeder Rollenspiel-Fan wirklich gespielt haben muss, wie ich finde. Deswegen präsentiere ich das liebend gern auf meinem Kanal und ich freue mich tierisch. Eine weitere Besonderheit von dem Let's Play wird sein, da alles in meinem Kanal ufpelzig ist und das Spiel über keine Sprachausgabe verfügt, wird auch Final Fantasy VII ufpelzig vorgelesen. Wenn es euch nicht so gefällt, gebt doch in die Kommentare Bescheid, aber es ist ja das Markenzeichen von meinem Kanal, deswegen tät ich mich freuen, das ufpelzig vorzulesen. Deswegen, wenn du dir zum Beispiel wie hier neues Spiel steht, dir die Sache neues Spiel, tät ich das so vorlese, oder wenn jemand von der Figur sagt, wie geht es dir, käme dann, wie geht's? Beziehungsweise, wie geht's da dann her? Gebt mir doch gerade in die Kommentare Bescheid, ob euch das dann gefällt, wie ich das mache, oder ob ihr lieber wollt, dass ich das auf Hochdeutsch stur vorlese. Wir verlieren jetzt aber keine Zeit und starten direkt mit dem großartigen Intro. Okay, da wird uns doch vorher erklärt, wie die Tastenbelegungen sind. Ich glaube, da kann ich mich auch so reifuchsen, das sollte kein Problem sein. Seite zurück, Seite vor, Hilfe und Start. Ach, wir können die Zufallskämpfe ausschalten. Da können wir auch in dreimal Speed und mit Kampfboost. Okay. Ja, ich bin mal gespannt. Ich krieg jetzt schon wieder Gänsehaut bei der Musik. Boah, geil. 1997 erschienen von Square Enix. Und dieses großartige Panorama von Midgard am Anfang gleich ist wundervoll. Und diese alte PlayStation 1-Grafik ist so großartig.
komm her, naja, hier lang. Und da kommen schon gleich zwei Spießgseller. Ex-Soldatzimmer. Und das Spiel funktioniert noch so, dass jeder seinen Zeitbalken hat. Und erst wenn der Zeit ohne rechts im Bild, der grüne, zu sehen ist, wenn der aufgeladen ist, dann können wir angreifen. Die haben wir natürlich locker in die Tasche gesteckt, die zwei Knaber. Und der großartige Kampfbildschirm zum Schluss. Trophäe erhalten, ruhig Mut in Kupfer. Ja, und immer wenn ein Kampf gewonnen wird, haben die nochmal ihr besondere Abschlussmoves. Gil haben wir auch noch gewonnen, das ist die Währungseinheit in Final Fantasy. Trank habe ich bei ihm hier gefunden. Und Trank. Ich muss gerade mal gucken, ins Menü oder so. Konfiguration. Ich würde ganz gern die Lautstärke etwas senken. Hör mal hier leider nicht. Es ist sehr, sehr laut, muss ich sagen. Ich höre das unglaublich lauter, oder muss ich schauen, dass ich nicht vielleicht noch mein Mikrofon runterschalten kann von der Lautstärke her. Ja, dann folgen wir noch unserer Leute hier. Bix. Boah, der war mal Soldat. Einer mit den findest du nicht jeden Tag in einer Gruppe wie Avalanche. Beziehungsweise beim Chorus. Soldat? Ist das nicht unser Feind? Was will denn der bei der... Was will denn der beim Chorus? Ja, warte mal, Jesse, er war bei der Soldaten. Hat er aber aufgehört und ist jetzt bei uns. Hab deinen Namen nicht mitgekriegt, her. Wir bleiben bei Cloud. Ich find's immer U-Ding bei solchen Spielern, wenn man dann seinen Spielername eingibt. Ich würde jetzt U-Gern Yankee eingeben, ich will in dem Feeling drin bleiben. Und wir spielen nach wie vor Cloud, bzw. die Wolk. Wolk. Wolk? Ich bin... Ist mir scheißegal, wie es ist. Wenn der Job erledigt ist, dann ziehe ich wieder fort. Jesus, allein, was macht denn dann da? Habe ich euch nicht gesagt, dass ihr loslatschen sollt? Und zwar noch alle. Unser Ziel ist der nördliche Makroreaktor, da treffen wir uns an der Brücke davor. Ex-Soldat, hä? Traut er nicht? Und unser brummischer Genosse bleibt auch beim Namen Barrett. Drücke Richtungstaste und kreis um zu laufen. Das würde mir genau so sagen, nämlich auch im richtigen Leben. Da sind wir beim Makroreaktor. Wie nach See kennt, sind wir in Ludwigshafen gelandet. Und müssen bei der Annelien ein bisschen Scheiß machen. Die Annelien, wer sie nicht kennt, das ist die BASF. Im Pelzer Volksmund hieß die BASF einfach nur die Annelien. Dann greifen wir mal erstmal den Soldat an. Zack. Aha, da kann ich Ziele nochmal anwählen. Oh. Muta-Attacke. Trophäe erhalten in Kupfer. Limitierte Auflage. Eieiei, das dröhnt aber ganz schön durch die Kopfhörer. Ganze Lautsprecher. Ich hoffe, ihr hört das nicht als Echo. Trank hat es auch noch gegeben und ein paar Gel haben wir noch abgestaubt. Das kann man ausprobieren. Jetzt sind die Zufallskämpfe ausgeschaltet. Das finde ich aber witzlos. Final Fantasy lebt generell von den Zufallskämpfen, die man auf dem Terrain hat. Das macht die alten Spiele einfach aus. Dass man irgendwo in der Gegend rumlatscht und random auf irgendwelche Gegner stoßen kann. Die zwei Hutsimpel, die machen wir auch wieder relativ schnell fertig. Tatsächlich, ich kann richtig cheaten. Ich kann mit R3 sofort meine Limit-Attacke einsetzen.
Man muss dazu sagen, ich glaube, dass es 2015 erschienen ist, dass man Final Fantasy VII für die PlayStation 4 nochmal spielbar gemacht hat. Es dürfte 2015 oder 16 basiert sein. Und ist im PlayStation Store erhältlich nur. Und die scheinen offenbar wirklich ein paar kleine Cheats da reingepackt zu haben. Wedge. Ich mache unseren Fluchtweg sicher, konzentriere dich auf die Mission, Volk. Mensch, glaub schon, wir können den Riese offen wirklich in die Luft jagen. Das gibt ein Feuerwerk. Oh, was haben wir dann doofer Schöpfer? Wie hießen sie dann? Kriegen wir nicht gesagt, wie die hießen. Egal, einer ist kaputt. Der hat jetzt erstmals einen Zauber benutzt. Und zack. Boom, weg ist er. Heieiei. Ist aber ach, mordsmäßig laut. Trank haben wir wieder gekriegt. Da geht's wieder rein in den Reaktor. Du wollen wir hier. Du wartest auch schon die ganze Bagage. Na, bist du dann zum ersten Mal im Reaktor? Nee, ich hab doch von die Annelien geschafft, wächst. Der Planet ist voller Makroenergie. Die Leute hier nutzen sie täglich. Das ist der Lebenssaft vom Planet. Aber die Annelien saugt sie mit ihrer komischen Maschine total aus. Wappelnet, los, alle hopp. Jetzt reicht's mal, aber du kommst mit mir. Jesse, Bex und ich haben den Code für die der. Bex, Code entziffert. Jetzt haben wir auch erstmals einen Verbündeter. Und zwar sind wir jetzt mit Barrett unterwegs. Barrett besitzt ein Gatling-Gewehr und als Rüstung ein Bronzepfeif. Klaut dasselbe, aber ein Bastardschwert hat er. Jesse? Code in Ziffert. Jetzt sind wir im Fahrstuhl. Drück die Taste aber. Schalter ein. Die Reaktoren saugen langsam alles Leben aus, bis mal irgendwann Zappe ist. Ist nicht mein Problem. Volk, der Planet verreckt. Mir geht's nur darum, den Job zu erledigen, bevor die Wache und Roboter kommen. Weitere Reaktion von Barrett gibt's nicht, außer dass er wüst mit der Faust geschwungen hat. Das wollte ich auch mal ausprobieren. Das L3 drücke für dreifache Geschwindigkeit. Aha. Und wir hören die legendäre Kampfmusik von Final Fantasy VII. Ich lieb's. So, wir wäschen jetzt beide mal auf dasselbe Gegner. Ich krieg jedes Mal eine Gänsehaut. Ich lieb die Musik. Die Siegesmusik ist auch legendär. Absolut legendär. Okay, auf L3 geht's hier ab wie Schmitz Katz, wie ihr sie kennt. Das kann manchmal auch nicht schlecht sein. Und wir sind von hinten angegriffen worden. Das heißt, wir fangen ganz bei Null an, konnten aber trotzdem noch als Erster angreifen.
Und auf der Wetter. Weg sind sie. Und sie haben alle bei dir irgendwie Siegespose, die sich aber nie im Spiel ändern wird. Da hinten war doch nicht noch irgendwo etwas ein Sammelgegenstand oder so, Trank oder irgendwas. Ich habe das so im Gefühl gehabt noch von früher. Ist aber auch sehr, 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 sehr lang her, dass ich das Spiel selber gespielt habe. Aha, da geht's weiter. Ich wollte noch dort gehen. Ach, ist das herrlich. Ist das herrlich. Ich freue mich so, das alte Rollenspiel wieder zu spielen. Und gerade die Zufallskämpfe sind es, wofür Final Fantasy VII halt absolut lebt. Man kann sich seine Gegner nicht aussuchen, die werden dann immer präsentiert und die werden immer aus der Auswahl, die es Level hat, bunt zusammengewürfelt. Aber nimmt man es nicht übel, wenn ich die Shinra Corporation jetzt einfach die Annelien nenne. Das wird jetzt bei mir, das wie gesagt alles Pelzer-Ausdrück sind, da das ganze Let's Play auf pelzig ist, verwende ich halt auch Pelzer-Ausdrück. Und die Shinra Corporation, die werde ich jetzt einfach nach wie vor die Annelien nennen. Genauso wie auch Avalanche, die Resistenzgruppe, die Protestgruppe, die Aktivisten, ach, die werde ich einfach die Chorus nennen. Jesse. Drück X vor einer Leder, um dich drauf festzuhalten. Dennoch kannst du mit der Richtungstaste Ruf und Runa klettern. Jetzt kraxeln wir da mal Runa. Und zack. Und wir kraxeln Runa. Und haben sofort wieder Gegnerbegegnung. Das muss gegen 5 auf einmal. Strahlenpistole, sei Spezialattacker. Wo sind die Wetter? Einer ist kaputt. Wenn ein Gegner kaputt ist und der andere hat dasselbe Ziel gehabt, sucht er sich normalerweise wirklich ihr eigenes Ziel nochmal aus. Gegner, die weiter hinten stehen, die nehmen weniger Schade, weil sie in Verteidigung sind. Gezaubert. Jetzt stehen sie aber vorne, die Knaber. Also kriegen sie wieder volle Schaden. Der ganz hinten, der hätte sogar doppelte Schutz gehabt, weil er zwei Reihe von Verbündeten vor sich gehabt hat. Das war zwar bisher unser längster Kampf, aber keiner, den wir nicht schaffen könnten. Cloud ist auf Level 8 aufgestiegen. Und hier Hämmer. Ein Trank. Drück X für ein Relais da, um dich da festzuhalten, das hatten wir schon her. So, geht's da wieder runter. Und wutsch. Und wir kraxeln hier rum. Ich meine, so retten sie auch im richtigen Leben mit mir. Drücke X vor einer Leiter. Das, wie man es halt so kennt, ne? Gibt's da hinten noch irgendwas? Ne, nur ein Zufallskampf gedacht. Das ist herrlich. Okay, Arthur Barrett hat seine Limit-Technik erreicht. Feuerball. Damit schießt man den Hinner ab, der in Deckung ist. Zack. Und schon wird er aus seiner Gatling einen riesen Feuerball ausgezaubert. Außer also Barrett, der kann das. Ich muss dazu auch noch erwähnen, dass der Barrett höchstwahrscheinlich in meinem Stammteam mit dabei sein wird. Jetzt hat er Level 7 erreicht. Man hat ja eigentlich auch immer die Möglichkeit, sich eine Stammtruppe aufzubauen, mit der man hauptsächlich kämpft. Und bei mir wird der Barrett höchstwahrscheinlich ein Mitglied von der Stammtruppe sein. Gehen wir jetzt da wieder runter. Und die komische Fragezeichen, die man hier sieht, das sind unsere Speicherpunkte. Speicherpunkt, Menü öffnen und Speichern wählen. Das heißt, wir können jetzt hier rein und das ist uns sonst immer versagt. Wir wählen Spielstand 1 aus und speichern wirklich. Früher hat es dafür noch eine Memory Card gebraucht.
Jo, super Sache, ne? Gehe ich jetzt aber doch noch rein, weil uns hier noch was erwartet und ich möchte es jetzt nicht so einfach enden lassen. Ich finde, das hat jetzt definitiv noch eine schöne Krönung verdient, diese erste wunderschöne Folge. Liegt was auf dem Butter? Materia Heilung. Was ist das? Haben wir das noch gar nicht zur Auswahl? Nehmen wir das tatsächlich noch gar nicht zur Auswahl. Okay, das wird uns wahrscheinlich erst später im Spiel erklärt. Wenn man das in die Luft jagen, bleibt nur noch ein Haufen Schrott übrig her. Volk, stell du die Bombe ein. Ist das nicht dein Job? Mach's einfach, du Dappes. Ich muss aufpassen, dass du nichts anstellst. Na, Allah, Witwit. Vorsicht! Das ist mehr als ein Reaktor. Was denn los? Hä? Was denn los, Volk? Dummel dich? Ja, sorry. Oh. Aufpasse, du Kumpass! Und jetzt haben wir unseren ersten Bossfight im Spiel. Wir haben beide Limit. Feuerball. Mutterattacke. Ich finde es etwas unfair, muss ich sagen, dass man da so cheaten kann mit dem Boost, dass man seine Limit-Attacke sofort kriegt. Aber manchmal kann es bestimmt sehr, sehr hilfreich sein. Beide wieder auf Limit. Ne, nur der Barrett auf Limit. Und der Cloud attackiert. Ihr seht, er macht ein bisschen mehr Schaden. Der Cloud hat auch seine. Ich kann das noch beliebe ein- und ausschalten. Und wenn man seine Limit-Attacke hat, geht auch das Zeitniveau wesentlich schneller, wie ihr gesehen habt vielleicht. Ah, der hält einiges aus, wie man sehen kann, ne? Er konzentriert sich jetzt auf den Barrett, damit er ihn wieder mit einer größeren Attacke angreifen kann. Na was? Wir machen beide wieder mit Limit. Ich muss das auch mal so ausprobieren. Das hat 131 Schaden gemacht. Der reißt ordentlich was raus. Oh. Ach so, wenn ich das mache, dann wäre ich auch immer kalt dazu noch. Wenn ich den Modus drin habe. Nee, das ist wirklich Cheating. Komm. Das lassen wir sein. Und der Boss Hammer besiegt. Es ist zwar schätze, wisse, dass es das gibt, aber für mich ist es durchaus Cheating und ich lasse das bleiben. Ich wäre bestimmt nicht noch der Methode die ganze Zeit handle. Das finde ich nicht schön. Das nimmt im Spiel die Fred und dass man sich was erarbeitet. Ein Sturmgewehr Hammer kriegt. Komm, nix wie weg hier. 10 Minuten bis zur Explosion. Alla hopp. Dann sollten wir wohl rennen. Aber, wer noch was kriegt. Und zwar hatte Barrett Sturmgewehr. Sein Angriff steigt um 3 Punkte und sein Angriffsprozent um 1%. Das ist natürlich schön. Hier speichern wir noch und die Zeit läuft weiter. Deswegen gebe ich Sache, ihr liebe Leid. Wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Final Fantasy Silver. Uff, hält sich. Machen's gut. Wo es dann ausgeht von hier, nachdem wir den Kampf hier beendet haben. Werde ich jetzt aber schon mal sagen, machen's gut, ihr liebe Leid. Und wir sehen uns dann morgen. Iron Yankee.
Thank you.